So, und jetzt kommt ein Stück spannendes Stück Geschichte. Dem Wuppertaler Bembergwerk drohte in den frühen 70er Jahren das Aus. Der niederländische Akzo-Konzern wollte das Werk schließen. Also haben sich die Beschäftigten gewehrt. Und das nicht nur hier in Wuppertal, sondern auch in Breda. Daraus wurde ein erfolgreicher deutsch-niederländischer Streik. Und heute, 40 Jahre später, trafen sich die Betriebsräte aus beiden Ländern wieder mit Erinnerungen an den Arbeitskampf von damals. Ach, der Dieter ist da. Grüß dich, Dieter. Ich hab dich noch erkannt. Oder ich dich nicht. Nee. Wer bist du? Hans Hamann, Richter. Ach ja, okay. Das Personengedächtnis hat zwar etwas nachgelassen nach 40 Jahren, doch stolz auf ihre Geschichte sind die ehemaligen Betriebsräte nach wie vor. Als die Niederländer von dem geplanten Treffen in Wuppertal hörten, war klar, da muss ich hingehen, nicht? Und ich habe da nur angefangen gearbeitet. Am Anfang war ich nur allein. Und nachher habe ich die Betty angerufen, war viermal nicht zu Hause. Und noch einmal war sie wieder zu Hause. Und ja, ich gehe mit. Und meine Freundin geht auch mit, die hat auch gearbeitet. Und da habe ich noch auf der Liste hingeschaut, die Gerrit, ja, die geht auch mit. Und ich sage, da sind wir mit vier Mann. Jetzt komme ich. Im September 1972 hatte der Akzo-Konzern beschlossen, seine Werke in Wuppertal und im niederländischen Breda mit insgesamt 3000 Mitarbeitern dicht zu machen. Ja, das war natürlich ein Schlag. Schlag für jeden. Ne? Wir haben das erstmal ein paar Tage verarbeiten müssen. Ne? Wir haben immer laufend überlegt, auch mit den Gewerkschaften vor allen Dingen, zusammen, was kann man machen, was darf man machen? Das ist die zweite Frage gewesen. Und ich muss echt sagen, wir haben dann auch die Beziehungen hier zu Breda aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt waren die Niederländer schon einen Schritt weiter. Sie hatten kurzerhand ihren Betrieb besetzt. Das war auch damals. Wie geht das? Gehen die alle nach Hause oder bleibst du nachher mit 10 oder? Hä? Und die sind alle drin geblieben. Die sind alle drin geblieben. Ja. Da müsste für Essen gesorgt worden, nicht? Die Versorgung war am Tor, ne? Ja. Am Zaun. Die Akzo-Werke produzierten damals Kunstfasern für die Textilindustrie. Weltweit trugen die Frauen Bembergseide in Form von Nylonstrümpfen. In den 70ern nahm die Nachfrage aber rapide ab. Trotzdem, das Aus wollten die Gewerkschaften nicht akzeptieren. Wir sind dagegen der Meinung, dass es aufgrund der Ertragslage insgesamt des ganzen Konzerns wirtschaftlich vertretbar wäre, diese Werke zu erhalten und den Abbau der Kapazitäten, der notwendig scheint, linear vorzunehmen. Dann haben wir gesagt, wir dürfen die Maschinen nicht stillsetzen. Wir müssen sie laufen lassen. Sonst sagen die, ja, jetzt sind sie ja sowieso schon still, dann können wir auch gleich dicht machen. Ne? Dann haben wir einfach die Tore geschlossen. Das heißt also, Rohprodukte kamen rein, aber keine Fertigprodukte. Tag und Nacht sorgten Richter und seine Kollegen damals dafür, dass keine Ware das Betriebsgelände verließ. Vor allem das wichtige Tor 1 wurde kontrolliert. Das ist jetzt also das Tor, was auf den Bildern auch abgezeichnet war. Das ist der Vergangenheit. Der Betriebsratsvorsitzende hat dann auf dem Stuhl gestanden, im Mikrofon, und hat verkündet, wir machen dicht hier. Nach einer Woche lenkte der Akzo-Konzern ein, wohl aus Angst, der Streik könnte sich auf andere Werke ausweiten. In Breda wurde noch 10 Jahre produziert. In Wuppertal entstehen heute unter neuem Namen Spezialfasern für künstliche Nieren. Dass das Werk immer noch besteht, ein Erfolg vor allem der Betriebsräte aus Breda und Wuppertal. Ja, und auch ein Erfolg von Dieter Kretschmer, der kann sich nämlich gut daran erinnern, der war damals bei der IG Chemie. Herr Kretschmer, Sie haben diesen Streit damals mitorganisiert. Mit welchen Gefühlen denken Sie denn an damals zurück? Erstens Freude für das Wiedersehen mit den Kampfgefährten aus Breda und von Bemberg, aber auch ein bisschen mit Stolz über das, was wir damals mit unserer sehr ausgefeilten Strategie erreicht haben. Jetzt hat ja der Akzo-Konzern damals den Rückzieher gemacht. Wie ging es denn mit dem Werk hier in Wuppertal weiter damals? Naja, also zunächst mal lief die Produktion ja weiter. Die konnten auch ihre Chemiefasern, wo es eigentlich Überkapazitäten war, immer noch produzieren und auch verkaufen. Wir hatten damals ja als Strategie eben auch andere Produktlinien sozusagen zum Ausbau empfohlen. Eben diese Dialysefolien, die damals in der Entwicklung noch waren. Und wir sind auch heute sehr stolz darauf, dass dieses Produkt sozusagen mit dem Werk überlebt hat, zwar unter wechselnden Mehrheiten, aber heute hat mir der Ingenieur, der uns durchs Werk geführt hat, bestätigt, dass wir sozusagen mit unserer Entscheidung damals Katalysator gespielt haben, dass dieses Produkt, was heute
wo heute Bemberg 90% auf dem Markt hat, in Wuppertal geblieben ist. Also haben Sie damals im Grunde genommen schon den Grundstein dafür gelegt? So ist es. Und das war auch sozusagen eine Grundlage für unseren Erfolg, weil das war auch den Menschen plausibel zu machen. Und dieser Mensch im Werk hat uns heute gesagt, wenn das Werk damals zugemacht worden wäre, dann würde diese Produktion heute zum Beispiel in Schweden gemacht, weil die haben auch daran gearbeitet. Was ich schön fand, Sie waren ja in dem Film eben zweimal zu sehen. Einmal ganz am Anfang und dann in diesem Schwarz-Weiß-Interview. Hier sehen wir es nochmal. Das sind Sie von damals. Sie haben das Interview, Ihr eigenes, heute zum ersten Mal gesehen. Was war das für ein Gefühl? Naja, ich meine, es passiert schon häufiger mal, wenn man so einen Job gehabt hat, dass man sich dann nochmal andere Filme ansieht. Ja. Man freut sich darüber, gut. Wäre denn so ein internationaler Streik wie damals, wäre der heute noch möglich? Ich würde sagen, jein. Also es ist ja so, dass jeder Fall anders ist. Ich nehme ein Beispiel. Ja. Opel hat Überkapazitäten. Kann diese Überkapazitäten nicht abbauen, weil der Eigentümer General Motors sagt, ihr dürft nicht in Amerika und ihr dürft nicht in Asien verkaufen. Würde jetzt der Betriebsrat sagt, ihr müsst dieses Limit aufheben, ihr müsst uns gestatten, dass wir im Wettbewerb auch in Amerika und in Asien unsere Fahrzeuge verkaufen, ja, wie das VW und BMW auch machen, dann haben wir keine Überkapazitäten mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass Arbeiter so zornig werden, wenn General Motors da stur bleibt, dass sowas wieder möglich wird. Sehr spannend. Ich merke schon, es lebt noch in Ihnen auf. Herr Kretschmer, schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.